Also wenn es eine, soll ich sagen, eine Metapher gibt für den Zugang zum Leben, ne, dann steckt die in diesem Hirtenbild drin. Das ist die Grundperspektive. Nicht? Wie finden Menschen einen Zugang zum Leben? Und wer verschafft ihnen den? Die Antwort auf diese Frage beschäftigt Reinhard Feiter schon seit langem. Sie umschreibt, was Pastoraltheologie im Kern ausmacht. Reinhard Feiter ist Dekan und Professor für Pastoraltheologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Seit 2004 lebt er in Münster, der Radfahrerstadt, in der die vielen Kirchtürme das Stadtbild prägen. Wenn er seine Zeit nicht an der Universität zubringt, ist er auch an der Redaktion einer Website beteiligt, die das Andenken an Bischof Hämmerle pflegt. Hämmerle gilt als Mitbegründer der Fokularbewegung, einer geistlichen Gemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche, mit dem Anliegen, die Ökumene zu fördern. Feiter verbrachte mehrere Jahre als Sekretär bei Hämmerle. Und insofern ist es dann nicht nur gewissermaßen so eine formelle Arbeitsbeziehung gewesen, sondern ich würde jetzt für mich auch sagen, dass es für mich nochmal eine ganz wichtige auch Phase des Lernens war und der Erweiterung also von Horizonten für mich. Reinhard Feiter ist ein Prediger mit Leidenschaft. Die Verkündigung ist für den römisch-katholischen Theologen dabei aber kein Monolog, sondern eine Kommunikation mit dem Zuhörer. Eine Predigt entsteht, ganz pointiert gesagt, im Kopf der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann auch sagen, im Kopf und Herz, nicht derjenigen, die versammelt sind und eine Predigt hören. Eine Predigt entsteht bei mir dadurch, dass ich mich auf zwei Momente einlasse. Und das ist auf der einen Seite der Text und das ist auf der anderen Seite, mal ganz abgekürzt gesagt, eine Situation. Wenn Sie so wollen, ist mein Versuch immer, gleichsam beide Orte so lange zu bewohnen, bis ich darin finde, was im Text zur Situation spricht und was aus der Situation heraus mir den Text aufschließt. Die Predigt, die Feiter zur ersten Messe eines neu geweihten Priesters verfasste, erhält die Auszeichnung in gleich zwei Kategorien: Beste Predigt und Beste Predigt zum Pfingstfest. Eine Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, diente dabei als Grundlage. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ich habe mich über den Predigtpreis in zweifacher Hinsicht gefreut. Zum einen, es ist im Rahmen meiner Aufgabe an der Fakultät auch meine Aufgabe, mit Studierenden Predigen zu üben, eine Einführung in die Homiletik zu geben. Das heißt, es ist also, gehört zu meinem Lehrgebiet. Zum Zweiten, dass es gelungen ist, ein Wort zu sagen, ich sage mal, in dieser sehr katholischen Feier, dass also auch andere anzusprechen vermag, Christinnen und Christen anderer Konfessionen. Das hat mich gefreut.